Habe ich ja nicht, der hat Sauerstoffentzug. Ja, das ist auch so. Der redet bloß von. Aber jetzt so wie Winter klingt auf dem Meer, oder was wollen hier in Ordnung? Ich habe ja ein bisschen Salzwasser gesaugt. Ja, wie merkt das so? Einer hat ein Meerjungfrauen-Ding dabei. Sind da lauter Jellyfish, kann es sein? Ja. Die Tour heißt Schwimmen mit dem Jellyfish. Aber die tun nicht weh, die machen nichts, die Großen. Nee, das tut wirklich nicht weh. Sind wir hier da? Ah nee, Mike Chef, ne? Also die tun nicht weh, diese Quallen. Kein Problem. Kann man streicheln. Nein, die tun wirklich nicht weh. Ich habe ihn ja auch noch mal gefragt. Ja, die Großen tun nicht weh. Die wurden gegessen. Ja? Ja. Die tun wirklich nicht weh. Schwimmen. Hast du welche gehabt heute schon? Aber nur ganz wenig, ne? Das sind die ja, ganz kleinen. Ja, es gibt so ganz kleine, die pieksen ein bisschen oder ist irgendwas anderes. Es gibt so mehrere Sachen. Manche sagen, das sind, wenn die Feuerkorallen blühen, das piekst da. Gibt es mehrere. Auch so leichtes Pieksen, das schadet ja nichts. Nee, aber wenn dich eine richtige Qualle erwischt, das tut schon weh. Ne? Aber die tun ja wirklich nicht weh. Der mit den Quallen tanzt. Wenn der jetzt eine Unterwasserkamera hätte, würde ich es ja streicheln. Ja, die auch aus Magdeburg. Seid ihr aus Magdeburg? Marien Bohren sagt ja wahrscheinlich was, ne? Ich glaube schon, da, wo sie jetzt den Stern rausgenommen haben. Was für ein Stern? Was für ein Stern haben sie da rausgenommen? Der Erscher. So ein Schwachsinn. Den haben sie rausgenommen? Ja klar, das ist noch nicht da drunter. Ja, aber das kann man doch drin lassen, das ist doch Geschichte. Wo ist das Problem? Also was, ja, über was... Über was die sich alles Gedanken machen, das ist doch Geschichte, das gehört doch dazu. Das braucht man sich... Für sowas ein Geld auszugeben, du. Das ist doch Schwachsinn. Ja. Vollidioten. Das ist ja auch nicht mehr viel vom alten Zoll, ne? Da haben sie nur noch, glaube ich, ein Gebäude gelassen, alles andere ist neu, ne? Da ist eine riesen Gedenkstätte an der Autobahn. Ja, ich bin Reisebusfahrer, ich fahre da einfach vorbei. Und dann machen die so einen Aufriss und da so einen Stern raus. Ist so. Ich sage für die Alten, die stehen immer mit, aber wir müssen jetzt Personalausweis halten und dann fahren über die Grenze. Stundenlange Warterei ist auch vorbei. Ich bin ja schon 100 Mal durchgefahren. Wann haben die den Stern rausgenommen? Direkt danach. Ach, danach gleich. Ja, also. Da war immer schon das. Zeichen, da weiß ja jeder, der älter ist, weiß, aber die Jungen wissen gar nicht. Aber sowas kann man doch lassen, das ist doch lächerlich. Du, das war halt so, das ist doch schön, wenn man sich daran noch einmal erinnern kann und sagt, das war so und so, das war halt unsere Geschichte. Ne? Ja. Nur aus der Geschichte kannst du ja lernen, wenn du die Geschichte entfernst, dann blicken ja die Leute gar nicht mehr durch. Das haben die gar nicht mehr in der Schule, die Geschichte, das ist ja schlimm. Die lernen heute, die haben Erdkunde, wenn du die fragst, haben die ja nicht mehr, die haben nur noch Kopf. Schöne große Qualle, ja. Ja?
Das ist schön, ja. Die kann man streicheln. Ja. Die beißt nicht? Nee. Ja? Die machen nichts, die Großen. Die sind ungefährlich. Schau mal, die haut sogar ab, merkst du das? Ja. Die spürt. Ha? This one? Only a little bit, ne? No, no. But they don't sting, ne? That do. Huh? Not my hand, your hand, yeah. No, no, it's okay. But now it's dead, ne? No, it's alive. Yeah, but after get out from the water, they no, die. No, they're not. Ja, das sieht man jetzt, sobald die aus dem Wasser kommt, ist sie tot. Ich meine, das ist so, weil die sind halt Wasserwesen. Ohne Wasser geht doch nichts. Ja? Hast du dich wieder, kannst du dich nochmal fangen? Ja? Menkapun heißt Qualle. Und sobald die aus dem Wasser kommt, ist sie tot. Der hat mir jetzt zwar erzählen wollen, dass das nicht so ist, aber man sieht es ja, die treibt ja nur noch. Geht nicht mehr runter. Da vorne sieht man sie noch. Aber gut, es ist natürlich ein Wesen, das gibt sehr viele gerade und die waren ja auch gefangen zum Essen. Ich denke mal, es ist nicht so tragisch und da gibt es auch sehr viel jetzt. Aber so, jetzt laufen wir mal ein bisschen um die Insel. Wunderschön, es ist immer wieder schön hier rumzulaufen. Schaut euch dieses wunderschöne Wasser an. Ist das nicht toll? Natürlich jetzt schon ein bisschen mehr los. Es ist Hochsaison. Aber auch jetzt hält sich es noch in Grenzen. Die Massen, die kommen erst noch. Alles gut? Alles super. Na, die Karp. Langsam. Ready for the chicken? Chicken ham. Ja, ja. Yes, okay. Gut. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Langsam. Very good, man. Better looking very good. Yes, come on. Gut, ja, mein die, ja? Spricht gut Deutsch. Spricht super Deutsch, aber die Qualle ist trotzdem tot. Ja, hier wäre es auch schön gewesen, ne, das Fahren.
Jetski, was ja. Das war richtig super. Jetzt nochmal super. Hättest du hier auch fahren können, ne? Hier ist auch schön, schau. Ja. Aber da haben wir schon mal. Ja, nee. Aber hier wäre es auch schön gewesen, das meine ich ja nur damit. Na ja. Da werden wir mal mutiger und dann überschlagen wir es noch und machen. Das wäre vielleicht nicht so gut. Also das nächste Mal bis zur zweiten Insel kein Bier. Schau mal, rote Koralle, rot-weiß und blaue Koralle. Aber Korallen darfst du gar nicht mitnehmen, ne? Überhaupt nicht. Na ja, schauen wir mal so. Was alles für Lebewesen gibt, he, auf dem Planeten. He? Na, alles okay? Ja, einfach frei, Thomas. Es ist mal Zeit, dass wir mal was trinken mit zwei. Ja? Coole Bar, oder? Coole ja? Bar. Also hockt man schon geil. Wir wollen gern länger hier bleiben. Kannst du es morgen wieder abholen? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Hier könnten wir mal über Nacht bleiben, ne? Du, Digga, mir gern. Ich glaube, ich gehe dann rüber auf Kida. Genau, auf Koyao Yai. Die ist halb so lang wie Phuket. Ist aber auch schon mit Hotels gebaut, ne? Ja, aber hält sich in Grenzen immer noch. Und da ist dein weltberühmter Pancake-Stand, oder? Wenn ich das richtig genau, weiß. Genau. Ja, super. Warte schon mal, Phuket. Dann waren wir auch schon. Ja. Das waren wir letztes Jahr. Hat extra so eine Early Bird Tour gebucht. Ja, wir waren 9 Tage da. Ja. Ah, richtig Unterschlupf. Ja, Pipi über Nacht ist schon schön. Ja. Aber überlaufen, oder? Bitte? War es überlaufen? Ich muss sagen, wo wir waren im März 2023 vor Ort. Und da, wo wir gebucht haben, also ein paar Monate zuvor, war das Ganze mit Corona wieder am normales werden. Und natürlich haben wir gemerkt, dass die schon die Hotelpreise natürlich entsprechend attraktiv machen. Und wir haben dann eine Villa gehabt und haben das für 9 Tage, keine Ahnung, 1400 Euro insgesamt bezahlt. Und dann habe ich nachgeschaut, jetzt nehmen sie 600 Euro pro Tag. Ja. Also war halt richtig groß, ne? War halt, ne? Wir haben eine Suite gehabt und keine Ahnung, doppelstöckig und mit Pool wahrscheinlich. Und Pool, ne? Und allem drum und dran und da war. Lässt sich dann nur schwer aushalten. Aber die Preisentwicklung ist meiner Meinung nach, also wir haben vor Corona sind wir ja schon immer hierher gekommen und wir budgetieren immer für 3 Wochen Flug und alle Flüge, alle Hotels pro Person 2500. Und damit kommen wir eigentlich ganz gut klar. Ja. Auch jetzt nach Corona ist es noch möglich. Weil ja jeder sagt, die Flugpreise sind zu teuer und denen früh genug buchen, dann geht es. Es gibt ja immer noch, muss halt wissen, was. Günstiger ist es natürlich im April dann, ne? Wenn die Saison ja, kommt. Dann ist natürlich auch das Wetter unerträglich. Das heißt, wir haben einmal April mitgemacht. Das kann man nicht ausmachen. War zu heiß, oder was? Ja. Aber weil wir waren dann, wenn wir draußen unterwegs waren, sind wir eigentlich immer nur von 7-Eleven zu 7-Eleven, um uns abzukühlen. Ja.
alle schön 5 Minuten unter die Klimaanlage hingestellt. Aber Edsel ist ja eigentlich auch schon heiß. Viel heißer wird es doch gar nicht, oder? Also, ja, wir haben damals im April auch noch in Bangkok mitgemacht. Aber dann ist es natürlich, da steht ja die Luft. Ja, Bangkok ist natürlich die ganze Betonwüste, da ist alles aufgehalten. Wir waren jetzt auch vorher in Patong, in Bangkok. Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Give me 5! Yeah!